zurückkommen. Hallo. Ich meinte ja nur, dass. Oh, die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von Halt! für total so. Da, Was? ja, dein Headset ist es. Das ist dein Headset. Entweder machst du kurz dein Headset, kurz den Stecker raus und wieder rein, oder es ist scheiße. Verlieren. Er ist da. Scheiße. Das nehmen wir weg. Das auch. Was ist das? Ich nehme das. So, die Bundeswehr hat mit dem von Sailor Moon für totale Vernichtung gesorgt. Ja, finde ich auch gut. Die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von Rosettenseife für totale Vernichtung gesorgt. Ach Mensch, Leute, Ernsthaft? fängt das schon wieder an. Die Klassenfahrt wurde durch Punkt, Punkt, Punkt völlig ruiniert. Jo. Patty. Genie noch nicht. Ach, mit Genie gedacht. Also, die Klassenfahrt wurde durch Punkt, 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 also durch Musik von Wendler völlig ruiniert. Die Klassenfahrt wurde durch ein Mikropenis völlig ruiniert. Okay, ich muss den Wendler nehmen. Och Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Ach komm, der Alter, das zerstört alles und ruiniert alles. Ihr Penner. Schwarze Menschen sind wie. Oh, Alter. Jetzt passt auf, was ihr nehmt. Alter, Genie. Ich werde Ja. gar nicht vorlesen. Ich bin kein Mal. Rassist, nur noch mal so als Info. Ja. Scheiße. Oh, ich würde das ja gerne nehmen, ne? Aber. Seid echt voll die Nazis, ey. Nein, okay, ich nehme das. Das ist noch harmlos. Ich kick euch gleich. So, schwarze Menschen sind wie ein Foodjob von Anne Frank. Oh. Eine Messerparty wie bei den Emos. Es passt irgendwie beides nicht so wirklich, ne? Ich hatte noch was anderes, aber das wollte ich jetzt Ach, nicht nehmen, weil nicht das mal. echt krank war. Kommt diese Season auf dem Broadway? Das Saison. Musical. Kommt diese Saison auf dem Broadway? Hab ich doch gerade vorgelesen. Du hast gesagt Season. Echt, das ist Saison, Schatz. Oh. Hoppala. Ich habe schon gewählt. Puh. Oh, Alter. Obwohl, nein, kann ich das auch abklären? Ja, ich kann es so umklicken. So. Und es kommt Scientology. Das ist so bescheuert. Massenverbrennung von Homosexuellen. Oh, der ist mies. Den wollte ich eigentlich bei den Schwarzen nehmen. Hey, Aber ich glaube, Mann. das wäre ein bisschen krass gewesen. Alter, ihr seid echt Nazis. Sind wir nicht. Ich benutze doch nur die Karten. Punkt, Punkt, Punkt. Intelligent nutzen. Da wär mein Wort geil gewesen. Ich hätte das Wort deine Mutter. Ey, wenn mein schon wieder nicht genommen wird, ne?
Dann weiß ich auch nicht. So, und Menschenversuche intelligent nutzen. Okay. Oder früher rausziehen intelligent nutzen. Okay. Ja. Da muss ich das nehmen. Ist eine Metapher für die Liebe. Oh, scheiße, wer war denn das nochmal? Alter, da muss ich erstmal... ich muss erstmal gleich gucken, wer diese zwei Menschen nochmal sind. Das ist gut, das passt eigentlich. Oder? Ach, das. So. Scheiße, jetzt... Wie hieß der andere? Häusliche Gewalt ist eine Metapher für Liebe. Ein schlechter Handjob. Okay, sehr gut. Okay. Ja. Ja. Ja, besser ein schlechter als gar keiner. Ja. Ist sind das Schönste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Ach, das sind die. Okay, die nehme ich auf jeden Fall mal weg. Nee. Ich habe so Scheißkarten, die muss ich erstmal weg. Ich nehme das. Ach scheiße, ich hätte auch das andere nehmen können. Das Schönste, was mir im Leben je passiert ist, ist von einer 24-Stunden-Ameise in den Schwanz gestochen werden. Aua. Ja, aua. Und außerdem mein Aria-Nachweis. Hä? Ich bin kein Aria. Ja! Ich hab weder... Nee. Ich bin Straßenköterblond eigentlich. Aber nicht blauäugig. Rennt. Punkt, Punkt, Punkt. Kommt. Scheiße. Und? Au, 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 au. Ich nehme das. So. Habt ihr es? Okay. Rennt. Suizidbote kommt. Okay. Oder brauner Bär kommt. Brauner Bär ist das Eis, ne? Ja. Ich wollte es haben. Das musst du bedenken. Brauner Bär ist das Eis. Ist das Eis oder das Suizidbote? Ey, das macht beides keinen Sinn, ne? Doch, stell dir mal vor, du wirst von einem Eis verfolgt. Ja, eben, ne? Ich nehme. Oh, Alter, so ein. Ja, aber der Suizidbote ist doch tot. Der kann dir doch gar nicht mehr hinterherrennen. Was sind eigentlich Suizidbote? Gut, nein, Bote im Sinne von er überbringt dich, dachte ich jetzt. Er überbringt dich? Ja, das heißt doch ich auch. Nimm das Eis. Bote. Nee, Bote, der Überbringer, der wird mit einem O geschrieben. Das sind Bote. Ja, ja, ich glaube ja. Als ich einen Vertrag übergehalten habe, bin ich von der Schule geflogen. Oha, Leute. Jetzt wieder nicht irgendwas Rassistisches. Scheiße. Okay, seid ihr bereit? Ja. Eigentlich einen Vertrag über ein Vortrag. Opa, den goldenen Schusskasten gehalten habe. Oh, ich bin von der Schule geflohen.
Ein Crepe mit Scheiße. Komm, da ist der Opa SC. Ich trinke, um zu vergessen. Da passt das nämlich jetzt. Ja. Oh, Alter, ich bin... Das nehme ich mal weg. Das lasse ich, oder? Das nehme ich auch weg. So, ich trinke, um deine Mutter zu vergessen. Ich trinke außerdem, um Heteros die Homo-Sachen machen zu vergessen. Ja, das möchte man ganz eindeutig vergessen. Ihr seid wieder voll gegen mich. Und du bist so homophob. Du hast sogar einen Punkt mehr als ich. Punkt. Protect your name, user. Und Spiel starten. Hä, was muss ich jetzt machen? Nein, warte mal. Ach scheiße, das muss ich später machen. Gar nicht. Mal eine neue, sondern... Habt ihr es? Okay. Vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer, sondern Bruder Spaghettos, der Prophet der Kirche des fliegenden Spaghettenmonster. Oder ein Stück vergewaltigte Natur. Okay, ne, also das ist das erste besser irgendwie. Ja! Die Religion gibt es tatsächlich mit den fliegenden Spaghetti-Monstern, ne? Habe ich letztens gesehen, ja. Mein perfekter Lover ist... Alter, stark, drei! Und hart. Mein perfekter Lover ist... Okay, das nehme ich als erstes. Das? Obwohl, nee, das geht nicht. Also das auf jeden Fall als drittes. Nein! Ah, scheiße, er hat das jetzt ausgewählt. So, mein perfekter Lover ist ein Thailänder, dessen Geschlecht ungeklärt bleibt. Mark 88 und hat Vaginalkrust. Eigentlich wollte ich die 88 noch austauschen. Mein perfekter Lover ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert. Ich mag meine Sammlung von Kinderfingerknochen. Und hat 10 Kilogramm Crack in einem ausgehöhlten Baby über die Grenze geschmuggelt. Ne? Geschmuggelt. Also das passt tatsächlich das erste besser. Alter! Aber der Thailänder, wenn das Geschlecht ungeklärt bleibt, ne? Mhm. Warum hat er denn Vaginalkruste? Ich bekomme immer heimlich auf der Arbeit einen Orgasmus durch. Hey, jetzt lüftet mal meine Geheimnisse los. Alter, warte mal. Okay, warte mal. Ah, Mann, das ist doof. Nee, das ist auch doof. Also ich nehme das auf jeden Fall, aber ich muss nur... Alter, das... Okay, warte, das ist da. So... Ich bekomme heimlich einen Orgasmus bei der Arbeit durch die Vagina wund lecken. Okay. Und ebenfalls durch Anime-Weiber, die eigentlich nur aus zwei Titten bestehen. Also machen wir das. Ja! Hey! Wie kannst du das... Wer war der Zodiac-Killer? Oh.
Nein, wer? Nicht wo. Doch, Mann. Willst du den Part hier eigentlich gleich dann kurz cutten und dann einen neuen aufnehmen? Oder wieder einen ganz lang machen? Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Okay. Wer war der Zodiac-Keller? Ein bekiffter Jesus, der aus Wasser Red Bull macht? Okay. Oder Kinder? Wie jetzt? Kinder? Vielleicht waren das ja auch Kinder, man weiß es nicht. Ja. Ich glaube, ich nehme das. Oh. Das Witzige ist, du wolltest als erstes was Ähnliches nehmen wie du. Was wird man später über dich sagen? Ich nehme das. mit den Dingern bin ich aber auch nicht. Ich auch nicht, muss jetzt hier erstmal ein paar wegschmeißen, aber ich nehme das. So, was wird man später über dich sagen? Dick Butt. Okay. Rudi die Kampfsau. Oh. Aber es war Rudi. Die meisten afrikanischen Kinder leiden unter. Jetzt könnt ihr nur alles falsch machen. Ja. Scheiße. Wollen wir wetten? Ich hab's voll. Oh nee, ich muss die Dinger machen. Ich nehm das. So, die afrikanischen Kinder leiden unter Humor so schwarz wie in Afrika. Okay. Und ein Familienspiel am Abend im Saarland, der sich urplötzlich in eine Inzestorgie verwandelt. Oh, Alter. Alter, das ist heftig. Boah, Alter, ist das Spiel krank. Mein Nachtelf bei World of Warcraft heißt. Oh, da hätte ich auch eine gute Karte gehabt. Also. Wie heißt euer Nachtelf? Liebe Gefährten. Heißt Kinderriegel. Kann man machen. Oder Rainer Kallmund. Also ich bin ja eigentlich dann für den Kinderriegel, ne? Hä? Warte mal, wer war nochmal Rainer Kallmund? Moment, ich muss mal kurz ganz schnell googeln. Das ist dieser dicke Fußballprofi da. Sagt der auch, mir nichts. Der Bayern-Typ da, ne? Ja. Ja, nee, na, ich bin trotzdem immer noch für den Kinderriegel. Alter. Nachtelf ist cool und dann kommst du hier mit einem Rainer Kallmund. Hallo? Es geht ja auch um Humor bei dem Spiel hier. Gegenüber bin ich immer noch skeptisch. Ach du Scheiße. Oh, du Scheiße. Alter, nimmt mir das jetzt nicht übel, ne? Doch. Nee, nimmt mir das nicht übel. Doch. Ich hab nichts gegen die Leute. Aha, aha. Ich. Juden, Zigeuner, Linke, Behinderte, Homos, Osteuropäer, Zeuge Jehovas,
Freimaurer etc. gegenüber bin ich immer noch skeptisch. Also gegen komplett alle. Frauen am Steuer. Ganz klar Frauen am Steuer. Ja, da bin ich auch noch skeptisch. Das ist ja genauso rassistisch wie meins. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Profit. Du Scheiße. Ach so, das ist Schritt 3 ist sogar Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Okay. So. Das nehmen wir jetzt weg. Also ich bin dafür und. Ah nee, Scheiße. Warte mal. Das kann auch. Wir können uns auch übrigens ein eigenes Deck erstellen, ne? Ja. Nehme ich das jetzt? Oh, ich weiß nicht. So, ich bin fertig. So scheiße, ich hatte echt nur noch Kack. Schritt 1. Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Schritt 2. Russland im Winter erobern. Schritt 1. Ein Eisbonbon mit dem Anus-Count. Okay, der, wo das gelegt hat, muss mir jetzt mal erklären, wie das geht. 2. Das Saarland als Atommülllager benutzen. Alter, was haben wir alle gegen Saarland? Gute Frage. Hey! Also, oh, Tobi, erklär mal, wie das geht. Ihr beide, ihr seid zu humorbehindert, ich schwör's, ey. Mir ist Punkt, Punkt, Punkt immerhin noch lieber als Punkt, Punkt, Punkt. Der hätte dein Karl-Monte reingepasst, Tobi. Als erster Stelle. Nee, als zweiter. Ja, du musst immer. Hallo? Guck mal, hättest du jetzt Fußpilz, hätte ich gesagt, mir ist lieber Fußpilz immer. Mir ist ja Fußpilz immerhin noch lieber als Rainer Kallmund. Dann halt nicht. Und zu mir sagen, ich bin humorbehindert. Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt macht 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, zack. So, mir ist das, was Dönermeister Mustafa anstelle von Joghurtsoße in meinen Döner gemacht hat, immerhin noch lieber ein Döner in der Größe meiner ersten Wohnung. Boah. Mir ist Apfel immer noch lieber als eine Gruppe Punks in freier Wildbahn. Du nimmst doch bei beiden Sachen ab. Aber das ist, also das mit den Dönern ist aber besser. Ach Mann, ey, Leute. Ja komm, Alter. Ich spiel gleich mal andere. Schon wieder. So. Wow, das erste Mal, dass ich gewonnen habe. Ja. Ohne Recht. Aber mit Humor. Das, achso nee, ich muss gar nicht lesen. Das ist mein Sohn und das ist meine Tochter. Warte. Okay, scheiße. Okay, ich nehme das und das. Oh, verdammt, das heißt, so. Ruhe, aus. Das ist mein Sohn, die Vorzeigeminderheit. Das ist meine Tochter, Marine Currywurst. Hey, der ist cool. Das ist mein Sohn, Slum. Hey. Slums. Slums. Ja, aber Slums mit Fragezeichen? Ja, keine Ahnung, das wollte ich. Das ist meine Tochter. No, not November. Ja, hä, nee, das erste. Das erste, ne, ja. Alter, ich hatte auch nur sauscheiß Karten. Das sagst du immer, wenn du
würde einen schönen Nachmittag vollends verderben. Alter. Das ist immer geizen, finde ich. Also einen schönen Nachmittag verderben würde, ein 5-Cent-Stück in die Synagoge werfen und eine Schlägerei anzetteln. Ja, das ist und außerdem Meister Propper direkt hinter dir. Punkt ist der Anfang von allem. Dum, 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 dum. Also? Ich glaube, nach der Runde können wir kurz abbrechen und machen danach eine neue auf. Versprich das doch nicht immer während der Aufnahme. Ja, Entschuldigung. Ach schon. Pfui. Oha. Ich nehme das. Ein Haufen sich reibender Körper ist der Anfang von allem. Okay. Vor der Therapeutin masturbieren, weil sie es niemandem erzählen darf, ist der Anfang. Das stimmt. Das ist gar nicht so dumm. Haut die unlustige Karte raus, die er schon ewig mitzieht. Boah. Denk dran, unlustig. Boah. Ja, weiß nicht. Also die ist wirklich unlustig. Soll die sich her? Ja, meine ist sau unlustig. Die ist nämlich echt scheiße. Die unsere deutschen Frauen vergewaltigen. Ein Baby durch einen zu harten Fick in zwei Teilen und dann als zwei Partyhüte benutzt. Scheiße, die sind beide sau unlustig. Krank oder Alter, da steht unlustig. Also sind die beiden Dinger sind wirklich unlustig, ganz ehrlich. Ich will gar nicht ja. Also das Genie ist sogar noch unlustiger als meins. Jetzt ernsthaft, beides davon ist kein Punkt wert. Tobi, das steht. Passiert, wenn ich nicht auswählen. Tobi, das steht. Unlustig, die beiden sind wirklich unlustig. Ja, beides scheiße und unlustig. Eben! Und ich sag ja, beides kann gut werden. Das ist krank. Ja, eben, ist ja auch krank. Jetzt warten wir einfach mal ab und. Okay. Ja, dann gibt's die extra Zeit. Echt jetzt? Okay, jetzt. Krank. Such dir eine aus. Ui, pui. Oder. Ja, warte, ich such mal eine aus im Gedanken. Nein, ich werde garantiert davon nichts. Nee. Hm? Wieso Winner? Nein, was mal. Hä? Pui. Eure Majestät, das Volk verlangt nach. Alter. Okay, das ist nicht unbedingt. Aber ich nehme das. So, Eure Majestät, das Volk verlangt nach. Lecki, lecki, ficki, ficki. Hast du das mal vorstellen sollen? Der König geht so raus und schreit dann einfach nur so: Lecki, lecki, ficki, ficki. Hey, die Zeit, Alter. Ja, und es verlangt nach.
Sorry, aber das war eine Rest geiler. Oh, Alter. Das braucht Amerika. Das braucht Amerika. Oh, Beefies. Ne, ernsthaft. Beefies hatten die. Alter, ich habe nach in Florida habe ich nach Beefies gesucht, wie sonst was. Und ich. Oder also billig Beefies, aber die haben nix. Die haben zwar diese. Das wollte ich nicht! Jerky-Dinger, aber weiß ich auch nicht. Die haben wir ja auch. Super. Das braucht Amerika Trüffel. Oink, oink. Alter. Oder all die guten Dinge, die Hitler getan hat. Oh mein Gott. Ja. Ich habe das aber nicht selber geschrieben. Ja, ja. Wolfgang 59 hat einen Schleckermarkt mit überfallen. Na, mit was hat Wolfgang den Schleckermarkt überfallen? Alter, ich hab nix. Ich hab... Ich nehme das. Ich hätte vielleicht das andere nehmen sollen. Seid ihr bereit? Ja. So. Wolfgang 59 hat einen Schleckermarkt mit. Okay. Mit Schwarz überfallen. Die Nutten machen es immer. Harry Potter und... Harry Potter und... Das ist ein Porno-Titel. Oh Gott. Das ist ein Porno-Titel. So was. Das Münchner Olympia. Ein Krimi. Harry Potter und ernsthaft. Mein Fleischblasinstrument. Ich sagte, das ist ein Porno. Ach, weißt du was, bevor Tobi wieder meckert? Oh, ach komm, mein Porno-Titel war viel besser. Ja, dann erzähl doch mal vorher, was du machst. Aber mein Titel war spannender. Ja, warum bin ich am Leben? Warum bin ich am Leben? Scheiße mit Erdbeeren. Oder Selbstbefriedigung vor der Grundschule. Was? Hey, oh Mann, Leute. Wahre Liebe oder wie man im Saarland sagt. Da müsste die eigentlich Inzest nehmen. Ja. Oh, das nehme ich. Oh, wahre Liebe oder wie man im Saarland sagt, höflich die eigene Mutter nach einer sexuellen Beziehung schlagen. Zu zwingen. Das erste. Passt wie Faust auf Auge. Männer wollen immer nur das eine. Und das eine ist. Was? Oh Mann, ey, das nehme ich mal weg. Nee, das wollen wir nicht. Die...
Was ist denn das eine? Nennen wir das eine. Was wolltest du denn immer? Na, Mano. Ja, ja, ja. Boah, also ich kann mich nicht entscheiden, ich habe nur Scheiße. Also Männer wollen immer nur das eine und das eine ist. Leute, dann sind Porn. Porn, ey. Und? Ein feuchter Brokkoli Spargelfrost. Ja, da. Damit können wir euch vergasen. Ein feuchter Brokkoli Spargelfrost. So richtig, wenn wir mitten in der Nacht so in der Bett unter der Bettdecke wutsch. Und dann die Bettdecke über die Frau. Ja, die waren wirklich. Palim, Palim, ich hätte gern. Palim, Palim, ich hätte gern. Und ich stulle mit Nutella. Also, ich hätte gern über mega riesengroße Anime-Titten. Oder dicke haarige Eier. Oh, Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Scheiße. Oh. Alter, scheiße. Nee, das kann ich nicht aussehen. Kann ich das einfach überspringen? Dann gibt es doch an Tobi. Muss ich entscheiden. Ja, aber das ist. Du weißt doch gar nicht, was ich genommen habe. Eben. Oh, weiß nicht. Ah, okay, ich nehme die Anime-Titten. Yeah! Ja! Ja! Oh, sag gut, Runde. So, dann war's das für heute. Tschüssi! Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!